Ich weiß jetzt schon aus Erfahrung, dass die Wahrheit, die ich zu formulieren haben werde und zum Teil schon formuliert habe, sich nicht promovieren, weiterschreiben wird können. Denn echte Wahrheiten sind so unangenehm, dass sie, ob nicht Tröstungscharakter, niemals sich vervielfältigen. Es vervielfältigt sich immer nur das, was die Menschen hören wollen, als Drittelteil Unwahrheiten. Denn nur das wird promoviert, damit es weiterginge. Aber was soll's, es spielt keine Rolle. Denn egal ob Wahrheit oder Unwahrheit, ob Teilwahrheit oder Blödsinn, alles das ist sowieso dem Vergessen geweiht. Und wenn dem so ist, spielt es auch keine Rolle, ob es sich promoviert haben würde oder nicht. Das Schicksal trifft alle Körper gleich, alle Gedanken, alle Vorstellungen, alle Buchstaben, alle Erkenntnisse und sogar alle Universen. Sie werden sich vergessen machen. Und aus den Vergessensresten entstehen dann wieder neue Spekulationen. Das ganze Universum, das ja kein Universum ist, sondern ein U-Kosmos, ein Spaltriss-Dasein, besteht aus einem riesigen Spekulatiushaufen, ein Gebäck, eine Art Lebkuchen, den man nicht lange genüsslich zu sich nehmen kann, bevor einem übel davon wird.